Hey Freunde, ich habe vor einigen Tagen eine Community-Abstimmung gestartet, in der ich wissen wollte, welche Videos ihr euch gerne ansehen möchtet. Da die meisten für Slime abgestimmt haben, kommt heute wieder ein Slime-Video, aber keine Angst, für diejenigen, die gerne Lifehacks, DIYs, Rezepte oder Experimente sehen wollen, gibt es demnächst auch was. Danke an alle, die abgestimmt haben und die, die es noch nicht gemacht haben, können es gerne nachholen. In diesem Video geht es aber um Red Bull und Fanta Slime. Ich weiß, es klingt unmöglich, ich möchte es aber trotzdem ausprobieren und schauen, ob wir aus diesen Getränken Slime machen können. Für Fanta habe ich die Variante Erdbeere plus Kiwi genommen und hoffe, dass die Farbe ebenfalls so knallig wie die Dose sein wird. Weitere Zutaten, die wir brauchen, sind PVA-haltiger Kleber, Kontaktlinsenlösung und Natron. Zur Hilfe nehme ich noch den Messbecher und natürlich die kamerageile Schüssel. Alles klar, Schüssel, danke für den Auftritt. Wir starten mit der Red Bull Dose und gießen erstmal ca. 50 ml in den Messbecher ab. Anschließend geben wir ca. 70 ml vom Kleber in die Schüssel und fügen auch das Red Bull dazu. Perfekt, das Ganze mischen wir gut durch und geben anschließend einen halben Teelöffel Natron dazu. Und auch das wird durchgemischt. Schaut mal Freunde, wie krass das schäumt, anscheinend reagiert das Red Bull auf Natron und bildet so einen Schaum. Wahnsinn, ich frage mich, ob es auch zu fluffy Slime wird. Probieren wir es doch einfach aus und geben als letzte Zutat die Kontaktlinsenlösung dazu. Ich denke, das sollte erstmal reichen, mischen wir das Ganze erstmal und schauen, was passiert. Normalerweise müsste es direkt etwas dickflüssiger werden, ich merke gerade aber keinen Unterschied, vielleicht hilft ja noch mehr Kontaktlinsenlösung. Es wird schon etwas dickflüssiger, aber noch lange nicht so, wie es bei normalem Schleim üblich ist. Deshalb gebe ich noch einen halben Teelöffel Natron dazu. Ich glaube, dass der enthaltene Zucker im Red Bull der Grund dafür ist, dass es immer noch sehr flüssig ist. Deshalb gebe ich noch einmal einen halben Teelöffel Natron dazu. Alles klar, ich hoffe, das reicht. Jetzt geben wir so lange etwas von der Kontaktlinsenlösung dazu, bis daraus Schleim geworden ist. 2000 Jahre später. Freunde, ich glaube, ich habe es endlich geschafft. Es hat eine Weile gedauert, aber es ist vollbracht. Zeit für eine kleine Party. Okay. So sieht der Schleim aus und ist extrem weich. Das Fluffy Slime dagegen viel zu hart ist. Fühlt sich definitiv sehr cool an. Und wer Red Bull schon mal getrunken hat, der weiß, dass es mega süß ist und etwas nach Gummibärchen riecht, denn genau so riecht dieser Schleim auch. Man hat irgendwie Bock ihn zu essen, was natürlich nicht geht, da ja Kleber, Kontaktlinsenlösung und eine ganze Menge Natron enthalten ist. Trotzdem riecht er sehr lecker. Projekt Red Bull ist geschafft, kommen wir jetzt zu Projekt Fanta. Hier gehen wir genauso vor wie bei Red Bull. Erstmal gießen wir also etwas Kleber in die Schüssel, schauen dann, welche Farbe das Getränk hat und gießen direkt 50 ml ab. Das kommt dann zum Kleber. Coole Farbe, gefällt mir sehr. Was meint ihr, was ist eigentlich eure Lieblingsfarbe? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Jetzt mischen. Freunde, mir ist etwas aufgefallen. Schaut euch mal an, wie der Schleim aussieht, wenn ich die Fanta direkt reingieße. Richtig nice, das sieht mega cool aus und entsteht durch die enthaltene Kohlensäure im Getränk. Das erinnert mich auch ein bisschen an Rorschach-Bilder, die in der Psychotherapie verwendet werden. Wir brauchen aber keine Therapie und machen mit dem Schleim weiter, und zwar mit dem Natron. Was geht ab? Die Fanta geht ja mega ab. Durch die Zugabe von Natron ändert sich die Farbe von rosa auf hellgrau. Vermutlich schreien jetzt alle, yo, das war kein rosa, sondern pink, aber egal Freunde, die Farbe gibt es nicht mehr. RIP, rosa bzw. pink. Nachdem ich jetzt eine Menge Natron und Kontaktlinsenlösung untergemischt habe, ist der Schleim fertig und kann sich sehen lassen. Er fühlt sich zwar nicht so weich an wie der Red Bull Schleim, ist aber trotzdem weicher als Fluffy Slime. Und ich muss ehrlich sagen, die graue Farbe finde ich gar nicht mal so schlecht. Welchen Schleim findet ihr besser, Red Bull oder Fanta Slime? Und gibt es irgendeinen Schleim, den ihr auf diesem Kanal noch unbedingt sehen wollt? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Das war's auch schon. In einem anderen Video werde ich euch zeigen, wie der Schleim dann nach einigen Stunden aussieht. Wenn ihr das Video also nicht verpassen wollt, dann abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut.